Ja, nach 5 Jahrzehnten war es einfach an der Zeit, ein neues Konzept für hochbetagte, verwirrte Patienten zu entwickeln. Herr Rieger, früherer Geschäftsführer, hat kurz vor seinem Ruhestand lange Gespräche mit uns geführt über die Zukunft der stationären Versorgung. Und da haben wir uns unterhalten, was sich verändert hat. Wir haben kürzere Verweildauern, wir haben da sehr viel hochbetagtere Patienten. Und im höheren Alter sammeln sich eben auch Erkrankungen an. Und da lag es nahe, mit der Abteilung für Alterspsychiatrie, zumindest für diese Patienten, an ein großes Allgemeinkrankenhaus zu gehen. Herr Rieger hat dann mit dem Kreis Ravensburg und der Oberschwabenklinik gesprochen und vereinbart, in dem Neubau 2 halbe Stockwerke zu belegen. Ganz global kann man sagen, keiner würde zurück in die alten Räume. Da hatten wir noch Mehrbettzimmer, es war laut und vergleichsweise eng. Jetzt haben wir ungeheuer viel Platz. Wir haben 2 Pflegegruppen mit jeweils höchstens 12 Patientinnen und Patienten auf 2 Stockwerken. Das hat sich dadurch ergeben, dass wir auf jeden Fall mit der neu geschaffenen Akutgeriatrie auf einer Ebene sein wollten. Wir versprechen uns davon, einfach einen besseren Austausch, einen direkteren Draht, auch gegenseitige Hilfe. Und genau das ist eingetreten. Wir haben jetzt vor allen Dingen ärztliche Konsile laufen. Das heißt, der Internist kommt zu uns und berät uns und wir gehen rüber auf die eher internistische Station und beraten, wenn es dort psychiatrische Fragestellungen gibt. Alle Hochbetagten oder fast alle haben Hochdruckerkrankungen, einen schlecht eingestellten Zucker, eine Herzleistungsstörung, Wasseransammlung im Gewebe, Atemnot, schlecht heilende Wunden, Durchblutungsstörungen aller Art. Und da haben wir einfach die Experten jetzt direkt im eigenen Haus. Wir können in die Ambulanz gehen, wenn jemand stürzt, ohne den Krankenwagen zu holen. Oder wir holen den Internisten auf unsere Station, wenn wirklich ein Notfall ist. Schon bisher waren in somatischen Kliniken ganz arg viel psychiatrische Patienten auch, vor allen Dingen Hochbetagte. Man muss sich vorstellen, heute ist die Medizin, vor allen Dingen die innere Medizin, eine Medizin der Älteren. Mehr als 3/4 der Patienten, auch in der inneren Medizin, sind über 65 Jahre alt. Und die meisten haben viele Erkrankungen. Und man weiß inzwischen auch, dass viele akute Verwirrtheiten, das hat man früher Durchgangssyndrom genannt, Folge von Erkrankungen des Körpers sind. Von Unfällen, Verletzungen, Operationen, aber auch Entgleisungen von Zucker oder Blutsalzen oder Herzleistungsstörung. Und diese Verwirrtheitszustände gehen oft mit sehr schwierigen Verhalten einher. Und da wissen die Psychiater traditionell etwas besser Bescheid. Und auch die Stationen sind besser darauf eingerichtet. Das Milieu auf unseren Stationen ist geeignet, solche Leute aufzunehmen, dass sie sich dort beruhigen. Wir haben Mitarbeiter, die das geschult worden sind in spezieller Kommunikationstechnik zum Beispiel. Insofern ergibt sich ein Geben und Nehmen.